Ja, ich hab's geschafft. Stundenlang hecke ich hier rum, hab's endlich geschafft. So, wer braucht eine Gehaltserhöhung? So, fangen wir mal an. Herzlich willkommen bei Let's Get Cracking. Wir schreiben einen Key Generator. Seid ihr gut drauf? Sagen wir, was waren das heute für Sessions? Also nochmal, seid ihr gut drauf? Ja, Mann, wir sind in Köln. Da brauchen wir Party abends. Wir werden gemeinsam eine tolle Reise machen und gemeinsam eine Software knacken. Und ja, wir werden dann einen Key Generator bauen mit. Ja, ich denke, das kennt jeder. Ich glaube, da brauche ich gar nicht so viel erstmal dazu erzählen. Reiseplan werden wir gleich sehen. Bevor wir so richtig starten, ganz kurz über mich. Ich bin Nym, anonym, komme aus weit, weit weg, bin jetzt gerade vor einer Stunde angekommen, bin ziemlich erledigt. Das kriegen wir aber schon hin, weil ich denke, ihr seid auch erledigt. Zusammen sind wir gemeinsam erledigt und erledigen ein paar Key Generator, oder? Ja, seit 15 Jahren mache ich hobbymäßig ein bisschen Software-Cracking, Hacking, allerdings im Ethical-Hacking-Bereich. Ich mache das Ganze, um ja, die eigene Software sicherer machen zu können. Und ja, meinen allerersten Job habe ich bekommen damals mit 19 Jahren. Da kam ein Anwalt auf mich zu und hat gesagt, ja, hier gibt es so 090 Dialer-Software und ich soll ermitteln, welche Telefonnummern diese Software da aufrufen kann und so weiter. Und das war für mich der coolste Job ever. Und seitdem, ich habe das auch immer wieder so regelmäßig, hobbymäßig gemacht. Das, was wir heute machen werden, ist für mich wie Sudoku spielen. Und ich denke, es wird euch auch gefallen. Ich liebe es, wenn ich Spam-E-Mails bekomme mit Dateianhang, weil dann kann man sich so anschauen, was sich andere dabei gedacht haben, wie sie auf meinen Rechner kommen. Naja, wie man schön sehen kann, ich liebe Pizza und Burger. Und ich bin ganz besonders stolz drauf. Ich bin vor 4 Wochen Papa geworden. Mein Sohn. Und ich bin so stolz auf ihn. Der hat meine Nase. Ich bin wirklich stolz auf ihn. Also ich habe auch noch wenig Schlaf. Aber wie schon gesagt, wir kriegen das alles hin. Wir werden jetzt so richtig Spaß haben mit Hacking, Cracking und so weiter. Für mich ist aber ein Punkt ganz wichtig, den muss ich erwähnen. Also was ihr heute lernen werdet, die ganzen Techniken dürft ihr nicht für illegale Zwecke einsetzen. Also es geht darum nur, dass ihr sehen könnt, wie ihr selber Software analysieren könnt, ob vielleicht irgendeine Malware dahinter steckt oder ein Virus oder wie ihr eure eigene Software halt einfach sicherer machen könnt. Gut, habt ihr das alle verstanden? Ich akzeptiere. Okay, gut. Unser Reiseplan. Erstmal schauen wir uns an, was sich hinter diesem komischen Begriff Reverse Engineering befindet. Danach werden wir uns ganz kurz damit beschäftigen, wie funktioniert die CPU und eine kleine Einführung in Assembler. Aber keine Sorge, das werde ich ganz schnell durchziehen. Das brauchen wir nur zur Orientierung. Und es ist auch nicht schlimm, wenn jemand nicht ganz genau mitkommt, weil es vielleicht dann irgendwie zu krass kurz abgeht. Später, während wir dann die Tools kennenlernen, wissen wir dann auch schon, wie wir hier eigene Crack-Knees dann knacken können. Also Crack-Knees, das sind die Übungsprogramme, die extra dazu programmiert wurden, zu knacken. Also dass wir es ja auch legal machen dürfen, das ist ja ganz wichtig. Gut. Ja, unser Reiseplan. Schauen wir uns auch mal den ersten Punkt an. Reverse Engineering. Das ist die Grundlagen von Cracking. Was steckt denn hinter Reverse Engineering? Eigentlich total einfach. Also einfach mal so, man geht die Sache halt mal rückwärts an. Ne? Also zum Beispiel, Reverse Engineering steht für Nachkonstruktion.
Das bedeutet, unser Programm ist ja kompiliert worden, wir führen es aus und naja, der Einzige, der es lesen kann, ist dann die CPU. Wir selber haben ja nicht den Source Code vor uns. Wollen aber herausfinden, was so im Hintergrund passiert, den ganzen Algorithmus ermitteln. Naja, es ist halt, es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten. Es kann ja sein, dass eine Software sich übers Netzwerk authentifiziert oder überprüft in der Registry, ob da irgendwo ein Lizenzkey vorhanden ist oder nicht. Wir müssen eigentlich alles außenrum, wo wir also nicht reinkommen, versuchen zu ermitteln, wie funktioniert diese Software und müssen daraus ja, das Ganze zurückverfolgen bis zum Code. Es gibt eben dann auch die Möglichkeit, dass wir eben direkt Disassembler starten, die dann auch auslesen, wenn die Programme über die CPU laufen. Und das ist das, womit wir uns heute beschäftigen werden. Rechtliche Aspekte, naja, ich bin kein Anwalt. Ich hatte damals einen Anwalt gefragt, wie live darf ich echt irgendwelche Hacking-Sachen starten? Die Cracknies durfte ich zeigen. Es ist so, ihr dürft selber, laut dem, was ich jetzt hier in Wikipedia gefunden habe, dürft ihr selber eure eigenen Programme aus, ja, wie sagt man dazu, ihr dürft es aus Anwendungssicherheit, dürftet ihr überprüfen, wenn ihr euch unsicher seid, wenn ein Programm unsicher ist, dann dürftet ihr es kurz auseinandernehmen, um zu überprüfen, dass da keine Schadsoftware vorhanden ist, aber jetzt so richtige Key-Generator schreiben, das ist natürlich nicht erlaubt. Naja, wir haben hier Good Parts und Bad Parts, wenn wir diese Techniken beherrschen. Wie schon gesagt, also wir können wirklich einfach selber überprüfen, innerhalb von einer Exe-Datei, ist da ein Trojaner vorhanden oder eine Malware. Wir können Bugs finden. Wir können Quelltextrekonstruktion, zum Beispiel Abandonware, zum Beispiel Command & Conquer ist komplett in JavaScript nachgeschrieben worden. Solche Dinge kann man machen, also komplette Spiele nochmal nachschreiben. Oder zum Beispiel Samba wurde damals so entwickelt für Linux. Da ging es ja darum, mit Linux in die Windows-Domäne zu kommen. Und dazu gab es keinen Support von Microsoft. Und was haben die Jungs gemacht? Die haben nichts anderes gemacht, dass die immer überprüft haben, wie tut Windows mit der Domäne kommunizieren. Und diese Protokolle haben sie nachgeschrieben unter Linux. Und somit konnte Linux dann auf die Windows-Domäne zugreifen. Ja, und der letzte Punkt zum Spaß, weil wir es können. Ne? Okay, Bad Parts. Naja, wir können natürlich Cracks schreiben. Andere Firmen, die damit Geld verdienen, die verlieren halt einfach einen Haufen Kohle. Und ja, wie geht man daran, wenn wir heute Software cracken wollen? Ein paar Dinge habe ich schon verraten. Zum Ersten, wenn wir jetzt wirklich mit so einem Crack-Me arbeiten möchten, hat man in der Regel eigentlich eine virtuelle Maschine, weil es ist eine Exe und Exe-Dateien lassen natürlich super einfach Trojaner starten auf unserem Rechner. Und es gibt auch sehr viele Crack-Mes, die nicht sehr seriös sind und dann hat man natürlich verloren, wenn man es direkt auf der eigenen Maschine startet. Und dann, wie schon gesagt, kann man das äußere Verhalten erstmal ermitteln. Was passiert auf der Registry, während unser Programm läuft? Was passiert auf dem Filesystem, Netzwerkkommunikation? Dann ist wichtig, mit was wurde die Software geschrieben? Delphi, Java, C-Sharp und je nachdem hat man ganz andere Mechanismen, irgendwo an den Quellcode zu kommen. Zum Beispiel bei .NET muss ich nicht wirklich auf der CPU beobachten, was passiert, sondern da gibt es ganz andere Tools, Reflektor-Tools, womit ich ganz einfach sehen kann, wie der Quellcode aussieht. Das gleiche gilt für Delphi und Java. Ja, und an anderen Stellen können wir dann solche Disassembler-Tools nutzen, die eben beobachten, was auf der CPU passiert und dann können wir hier eben sagen, wenn Windows-spezifische API-Funktionen aufgerufen werden, wie zum Beispiel liest die Textbox-Feld ein, dann möchte ich hier auf der CPU stoppen und sehen, was passiert. Und da kommen wir schon zum nächsten Punkt. Wie funktioniert die CPU? Und wie schon gesagt, nur mal kurz zum Aufwärmen. Hier sehen wir einen Aufbau der CPU, zwei Kerne, links und rechts oben. Dann sehen wir, haben wir hier einen Speichermanager hier rechts unten, Level 1 Cache, Level 2 Cache. Und der Boss, der Godfather von der ganzen CPU ist hier das Rechenwerk. Und das Steuerwerk, Entschuldigung. Und zwar, das Steuerwerk ist der Boss von allem. Denn der ist dafür zuständig, Befehle zu laden und zu interpretieren. Und ja, mithilfe von Registern und so einem Befehlsdecoder kann er diese Dinge eben einfach machen. Das bedeutet, das Steuerwerk besteht aus einem Befehlsregister, da wo der aktuelle Maschinenbefehl drin steht, ein Befehlszähler, was ist der nächste Befehl
Und Statusregister, ja, was ist der aktuelle Status dieser Operation? Der Befehlsdecoder, der bekommt seine 1er und 0 entgegen. Anhand dessen hat er innen drin seine Tabelle. Ne, wenn dieser Binärcode da ist, steht es für folgenden Befehl. Und da haben wir einen Jumper. Hier können wir was addieren an Werten. Und das hat er in seinem Register drin. Und das ruft er auch direkt auf. Und das Rechenwerk funktioniert nach dem arithmetischen logischen Einheit ALU. Das heißt, wir bekommen Daten. Dann von den Datenregister bekommen wir von Akkumulator, vielleicht von vorherigen Berechnungen, ein Ergebnis, mit denen weitergearbeitet werden soll. Dann findet die Operation statt. Dann kommt daraus das Ergebnis, das direkt ans Steuerwerk gesendet wird. Und zusätzlich haben wir immer einen Status pro Operation. So, das können wir uns hier mit Zahlen vorstellen, die entgegenkommen. Das wären jetzt 8 Byte. Und die addieren wir diese Werte. Dann wird das Ergebnis an rechts kommt das Ergebnis raus. Der Übertrag war okay und fertig. Und so können wir uns das vorstellen, dass zum Beispiel das Ganze hier direkt an den RAM-Speicher geschickt wird und dann sehen wir das direkt auf der Konsole, das Ergebnis. Und da kommen wir nämlich zum nächsten Punkt, der Cache. RAM ist zu langsam, deswegen müssen wir auf einen Speicher zugreifen, der direkt eben an der CPU liegt. Wir haben hier den Level 1 Cache, der ist sehr, sehr klein, aber brutal schnell. Dann haben wir einen Level 2 Cache, ist etwas größer, liegt aber außerhalb vom Kern, deswegen ist er etwas langsamer. Und dient oft auch dazu, also gerade der Level 3 Cache, unterschiedliche Kerne zusammenzubringen. Und diese Dinge, was ich ganz kurz jetzt mal so erzählt habe, passieren immer brutal schnell hintereinander. Und zwar alles, was wir täglich machen mit unserem Computer, passiert das im Hintergrund. Da werden eigentlich nur Kalkulationen ausgeführt, blitzschnell, und so sehen wir alles, was wir heute nutzen. Okay, das war, wie schon gesagt, nur mal kurz zur Orientierung. Damit verstehen wir etwas mehr, wie nämlich hier Assembler funktioniert. Assembler gibt es nicht nur die eine große Sprache, sondern es gibt ganz viele unterschiedliche Assembler für unterschiedliche CPUs auch. Und die übersetzt sozusagen 1:1 die Maschinensprache und ist auch eine hardware-nahe Programmiersprache. Den Speicher haben wir gerade uns schon damit beschäftigt. Es gibt natürlich die Festplatte, den RAM und das nächste, das schnellste, was direkt an der CPU eben ist, sind die Register. Und somit arbeitet Assembler natürlich direkt mit Register. Und hier ist eine große Liste an Register, womit wir arbeiten. Ganz oben sind schon Dinge, die wir gehört haben. Data Register, Akkumulator und davor sehen wir auch immer schön, der Data Register beginnt mit D, der Akkumulator mit A und es kommt darauf an, wie viel Bit wir haben. Somit wird bei 32 Bit ein E am Ende noch dazu gehängt. Zum Beispiel heißt da der Dataregister dann DXE. Und ja, bei 64 Bit kommt dann ein R am Schluss. Das verwirrt immer oft, wenn man dann mit dem Code etwas arbeitet. Und hier sehen wir nochmal, wie die CPU arbeitet. Den habe ich ja schon genannt. Data-Register, damit hatten wir schon zu tun mit dem Datenregister und so weiter. Also hier sieht man diese ganzen Begriffe nochmal zusammen. Ja, Speichergröße der Register sind jeweils auf 2 Bytes. Bei 16-Bit-Systemen zum Beispiel, gut, ich will jetzt hier eigentlich nicht näher drauf eingehen. Was kann Assembler? Eigentlich ist Assembler extrem primitiv. Das heißt, wir haben keine komplexen Anweisungen, die wir hinterlegen können, keine komfortablen Vor- und While-Schleifen, wir haben keine strukturierten Datentypen, das gibt es hier alles gar nicht. Und wenn wir uns zum Beispiel so eine C-Anweisung anschauen, A plus B plus C plus D, können wir so gar nicht in Assembler ausführen, dazu müssten wir den Code schreiben, wie wir es hier unten sehen. Also wirklich häppchenweise, Stück für Stück. Ja, und genau, hier sehen wir zum Beispiel, wir wollen erstmal einen auf den Speicherbereich zugreifen. Das laden wir uns in den EAX-Register.
Dann haben wir etwas in B, das wollen wir dann mit dem EAX-Wert addieren und so weiter. Das heißt, das, was wir oben sehen, so schaut das Ganze in Assembler unten aus. Keine Sorge, wenn es zu krass aussieht, wie schon gesagt, das soll ja nur zur Orientierung dienen. Später, wenn wir gemeinsam die Software cracken, wird das schon erheblich einfacher. Sollte. Okay, Sprünge gibt es eigentlich gar nicht so wirklich, also kein richtiges Goto, sondern hier gibt es sogenannte Jumper. Und zwar jumpen wir dann an eine bestimmte Adresse. Da gibt es also hier die unterschiedlichen Operationen. Die werden wir ganz viele sehen davon. Jump if not equal, jump if equal. Das sind so Dinge, die wir uns eben gleich genauer anschauen. Und so schaut ein Hello World in Assembler aus. Was ist mit dem Beamer los? Technik? Hallo? Technik? Ja. Was ist jetzt da los? Oh nein. Und wieder habe ich dich gehackt, Gregor. Du sollst doch meinen Namen nicht sagen. Ich bin hier anonym. Oh, sorry. Dachte, du sitzt wieder mit der Unterhose auf der Couch und isst Gummibärchen. Was sind denn das alles für Menschen hier? Ja, ich bin hier auf der .NET Developer Konferenz und wir wollen Software cracken. Ah, das kommt ja sehr gut. Der Boss hat mich gerade angerufen. Aber du, wir haben jetzt keine Zeit. Es geht nicht. Arno, du weißt doch, dass der Boss es nicht gerne hat zu warten. Dann lass dir von deinen Teilnehmern helfen. Hier meine Aufgabe für euch alle. Der Boss braucht unbedingt zu ein paar Cracknies an den Key Generator. Versucht so viele wie möglich zu meistern. Ja, wollen wir dem Boss helfen? Klar. Hört sich nicht gerade so begeistert an. Also, Leute, kommt schon. Wollen wir dem Boss helfen? Ich brauche eure Hilfe. Woo, kommt, bisschen Action. Ja. Ja, so gefällt mir das. Der Boss wird sich bei dir wieder erkenntlich zeigen. Und denk daran, er weiß, wo du wohnst. Ich wünsche euch alle viel Glück. Ich hasse das, wenn er das macht. Ich hasse das, wenn er das macht. Das soll mich in Ruhe lassen. Danke, dass ihr mir helfen wollt. Nee, also wir müssen jetzt echt zack ins Cracklabor. Wir brauchen jetzt unsere Tools und müssen schauen, wie wir jetzt aus dem kleinen Wissen, was ich ganz kurz vorhin genannt habe, wie wir das nutzen können. Und dazu gibt es ja so Tools, wie schon gesagt, wir müssen ein bisschen mehr über unsere spätere Applikation erstmal wissen. Dazu gibt es dann so Tools wie Exe-Info.pe, Protection, Virus-Total. Kennt jemand Virus-Total? Das ist so Software as a Service, Virenscanner in der Cloud. Ein paar nicken ein bisschen. Okay, ja genau, mit so Tools kann ich herausfinden, sind es 32 oder 64 Bit. Es gibt sogenannte Packer, die packen unsere Exe-Datei und versuchen zur Laufzeit zu ermitteln, ob wir mit irgendwelchen Hacking-Tools uns dazwischen klinken, dass das Ganze analysiert wird. Mit solchen Tools können wir herausfinden, sind sogenannte Exe-Packer da? Wenn ja, gibt es schon wieder Tools, damit wir die entfernen können. Wir müssen halt nur wissen, sind sie da oder nicht. Wie schon gesagt, das Netzwerk ist sehr spannende Geschichte. Jeder meint, ich starte Fiddler und sehe schön, was so alles auf meinem Gerät passiert. Das ist verkehrt. Ihr könnt ganz einfach mit einem ganz eigenen Proxy hinten herum über das Netzwerk kommunizieren, ohne dass Fiddler irgendetwas davon mitbekommt. Das ist in C-Sharp, sind das 4 Zeilen Code. Und somit könnt ihr dann nicht den Standard Windows Proxy kommunizieren, sondern über eine eigene Kopieinstanz. Und da kommt Fiddler nicht drauf. Und dann gibt es so Tools wie Proxifier, mit denen könnt ihr alles, was tatsächlich auf eurer Maschine passiert, ermitteln, was so geschieht. Und ganz viele Programme machen das. Genau. Mit welchen Tools schauen wir uns zur Laufzeit an, was passiert? X64 Debugger ist ein sehr cooles Tool. Der Name ja, sagt zwar, als wären es nur 64-Bit möglich, aber man kann auch 32-Bit-Programme dann disassemblen. Ist seit 2013 entwickelt.
inspiriert von Olli Dieberger. Das ist ein Berliner und weltweit ist der ganz stark im Einsatz gewesen, der Olli Dieberger. Und da können wir echt froh sein, dass das, ja, können wir stolz sein, meine ich eher, dass das hier ein deutsches Ding ist, was sich sehr stark durchgesetzt hat. Geschrieben komplett in C++ und kann man eben auf x64debugger.com herunterladen. Ja, wie ist die Oberfläche so aufgebaut, wenn wir das Programm gleich starten? Erstmal schaut es absolut verwirrend aus. Für Leute, die hinten mal bei euch so vorbeilaufen, während ihr am Computer arbeitet, die denken schon, was seid ihr für krasse Freaks? Und zwar seht ihr links einfach nur, was jetzt hier direkt auf der CPU passiert. Das heißt, hier ist eben direkt unser Assembler-Code. Dann sehen wir auf der rechten Seite unsere Speicher, unsere Register. Links unten sehen wir den Hexdump und dann kommt der Stack. Das sind so die vier Top-Bereiche, die jetzt für uns mit der Arbeit wichtig sein werden. Und das erste Programm, was wir knacken, die erste Übung, das erste Crack-Me, ist ein einfaches Tool, was hier in Assembler geschrieben wurde. Also selbst komplett in Assembler geschrieben wurde. Und deswegen können wir es eigentlich auch so einfach knacken. So, ja, ich habe die Katze gern. So, gut, Dummy Crack-Me X und zwar von Traceflow. Und zwar mag ich das total gern, weil es halt einfach für den Einstieg total cool ist. Total simpel ist. Wieso, habe ich ja kurz erklärt, es ist eigentlich selber komplett in Assembler geschrieben. Das macht es natürlich etwas einfacher. Wobei selbstgeschriebener Assembler-Code nie exakt dann das Gleiche ist, was auf der CPU läuft. Es unterscheidet sich immer nochmal. Ja, da haben wir sie auch schon. Unsere Echse. Oh, ich hoffe, da war kein Virus drin. Naja. So, nehmen wir hier zum Beispiel einen Benutzername und geben hier jetzt irgendeine Zahl ein. Und zwar, naja, die Eingabe ist falsch, schaut unschön aus. Das wollen wir natürlich lösen, dieses Problem, dass wir es gültig haben und noch ein bisschen mehr machen können. Natürlich schaut man sich so erstmal das Programm an, wie sich das verhält. Wir tun jetzt nicht in der Registry prüfen und auf dem Filesystem etc., sondern wir öffnen das direkt eben mit meinem Lieblingstool, das ich gerade schon vorgestellt hatte. Da. Okay. So, dann laden wir mal die Excel rein und die wird auch direkt ausgeführt. Dann gibt es einen Startpoint, wo er kurz stoppen möchte. F9. Okay, jetzt ist die Applikation gestartet. Wie schon gesagt, das Erstwichtige ist, wir überprüfen, wie schaut denn die Fehlermeldung aus. Und das war ja, die Eingabe ist falsch. Okay, dann machen wir Folgendes. Hier in der Adresszeile ganz oben sehen wir, wo wir uns eigentlich irgendwo befinden. Irgendwo in NTDLL, also vom Betriebssystem bei irgendwelchen Funktionen. Da wollen wir jetzt überhaupt nicht rumspielen, sondern wir gehen jetzt hier in den Symbols-Bereich, machen einen Doppelklick auf unsere Echse und schon befinden wir uns in dem aktuellen Thread. Und jetzt können wir Folgendes machen. Ich mache hier einen Rechtsklick, Search for Current Module String References. Und jetzt sehen wir alle String-Werte, die irgendwo im Speicher geschrieben werden. Und da ist ein Punkt, der für uns sehr spannend ist. Die Eingabe ist falsch. Also, ein Doppelklick auf die Eingabe ist falsch. Und hier sehen wir auch nochmal rechts schön, wo das Ganze passiert. Hier gibt es da noch ein Tool, was ich am Laufen habe. Das visualisiert am Rand nochmal ein bisschen mehr. Und hier können wir sehr schön sehen, registriert, die Eingabe ist richtig. Das ist also dieser Block. Das bedeutet, 40 zum Beispiel pusht die Information, dass es ein Ausrufezeichen Messagebox werden soll. Und bei 10, das ist so ein Error-Symbol, was wir dann da mitgeben. Und mit Push wird dann wirklich das, was im Register reingeladen wird, als Befehl tatsächlich ausgeführt. Und das ist bei dem Betriebssystem eine Messagebox zu öffnen. Also das ist schon mal sehr spannend, dass wir an diese Stelle gelangt sind. Da sehen wir es übrigens. Call. Messagebox A. Okay? Wir können uns das sogar nochmal mit einem Graphen visualisieren. So. Das ging natürlich so. Ha. Hier, das heißt, nicht registriert, registriert, hier irgendwo, zack, landen wir hier. Und das sind diese komischen Jumper, die wir vorhin gesehen haben. Wir wissen ja sowas wie direkt Goto. Ja, das ist eigentlich deren Goto, so muss man uns das vorstellen. Wir sagen, wenn die Bedingung, die davor war, in dem Statusregister, wenn die gültig ist, dann springe dahin, ansonsten da. Also wie eine If-Abfrage funktioniert das hier. Und da können wir natürlich Folgendes machen. Hier, das ist ja... Seht ihr das auch noch mit dem kleinen roten Pfeil leicht visualisiert?
Naja, da kann ich jetzt zur Laufzeit zum Beispiel so Dinge machen wie JE. Okay, ja dann. Free User. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder irgendwas. Die Eingabe ist richtig. Genial, oder? Schon haben wir es gecrackt. Okay, aber das ist nur was für mich, Bubis, die so die Software cracken. Und zwar nennt man das Bypass. Bypass wie im Krankenhaus. Und naja, das ist eigentlich die billigste Art, eine Software zu knacken. Weil so richtig edel und cool ist natürlich, wenn wir ein eigenes Programm haben, das halt tatsächlich auf unserem Username den richtigen Schlüsselwort natürlich rausspringen lässt. Gut. Ja dann, hier werden diese Dinge aufgerufen. Also müssen wir mal ein bisschen weiter oben schauen, was passiert. Hier steht getDialogItemTextA, also was wird da wohl passieren? Da wird wohl irgendwo eine Eingabe abgefragt von der Textbox. Und ganz unten, hier wird es in Speicher geschrieben. Und call sub 40 1000, das ist dann ein Offset-Punkt, wo hingesprungen wird und das Ganze ausgeführt wird. Das heißt, schauen wir uns doch mal an, was dahinter passiert. Ich mache jetzt mal einen Breakpoint. Ich mache jetzt immer ganz normal klein geschrieben Shaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mache ich nicht, weil Shaki als Username hat 6 Zeichen. Und naja, später kann ja auch die Länge vom Passwort überprüft werden und dann vom Username und dann das richtig zu interpretieren im Speicher, dann fällt es etwas schwieriger. Und deswegen mache ich immer bis 9, 7, 8, 9. Und dann machen wir jetzt hier mal zack, ich klicke auf testen, wir landen hier, jetzt mache ich hier F7 und zack, wir landen jetzt in eben dieser Unterfunktion. Und wie schon gesagt, jetzt passieren ganz viele komische Dinge, die erstmal irgendwo in den Speicher reingeladen werden und so weiter. Und wir können jetzt einfach mal beobachten, auch hier unten sieht man mal sehr schön, was aktuell passiert, hier rechts wird oft sogar was visualisiert, beobachten wir einfach mal, was ungefähr passiert. Okay, naja, hier steht jetzt halt irgendwas mit 2. Machen wir mal weiter. Ah ja, sehr spannend. Jetzt sieht man schon mal, was wir eingegeben haben. Da steht Shaki. Ah, wichtiger Punkt. Machen wir weiter. Also, was haben wir hier? Hier sagt er uns, 61 steht für A. Er compared jetzt AL mit 61. Ah ja, da, schaut mal unten hin. Da ist C. AL ist gleich C und das compared er mit 61. Naja, A, wofür wird das wohl stehen? Schauen wir mal weiter. Okay, er macht wohl weiter. Er ist nicht weggesprungen. Das heißt, vielleicht hat er überprüft, ob es sich um hier einen Buchstaben handelt zwischen A und Z. Gut, jetzt ist es ziemlich komisch. Wir sind ja noch bei dem C. Jetzt überprüft er irgendwas mit M. Und er macht weiter, oder nicht? Nein, er springt weg, wenn es kein M ist, okay? Addiert irgendwas mit 2. Seht ihr, also er hat irgendwie 2 zu AL gemacht. Und AL war aber unser C. Okay. Ink steht immer dafür, dass etwas erhöht wird, also sowas wie ein Index, Index plus plus in der Vorschleife zum Beispiel. Hier wird wohl noch irgendwas compared, okay, jetzt wird es spannend, und zwar zwischen 1 und 6. Wir sind jetzt durch den Buchstaben C durch, das war wohl natürlich bei einer Vorschleife wäre das natürlich 1, und die Länge 6, wissen wir ja, Shaki, 6 Zeichen lang. Ah, also ich könnte schon mal so interpretieren, wie ungefähr das Ganze abläuft. Und das nicht zu vergessen, was da passiert, kann ich mir natürlich hier Kommentare setzen. Ich könnte jetzt hier blub schreiben, ne, und schon wüsste ich immer, da blubbt's. Gut, brauche ich aber eigentlich nicht. Sondern wir schreiben ganz interaktiv gleich mal unseren Key Generator mit all den Infos. Und wir sind ja auf einer .NET-Konferenz, deswegen machen wir das Ganze schön in JavaScript, in Visual Studio Code. Und zwar
Ja, es ist hier immerhin noch was von Microsoft da, also nicht motzen. So, dann machen wir hier ein Keygen1.js. So, und was haben wir dann? Da haben wir hier unser const username ist gleich Shucky. Also vor. So, jetzt ist der Rechner total langsam, weil ich hier Camtasia noch laufen habe. Das müsste aber eigentlich hinbekommen. Visual Studio Code ist nämlich brutal schnell eigentlich. Das ist auch schnell. Jetzt wird es echt gemein. So, vor. Gut, also dann. Also so langsam kann ich nicht arbeiten. Wenn, dann muss ich nochmal mein Camtasia kurz schließen. Und zwar gehen wir jetzt einfach mit einer Vorschleife über unseren Username. Okay? Das haben wir gesehen, dass das passiert. Gut. Ja, jetzt ist meine Frage an euch. Das ist übrigens eine interaktive Session, ne? Ist hier nicht read-only. Ihr sollt mir dann helfen. Okay, es war jetzt, also ich habe euch jetzt beim ersten Schritt erstmal geholfen. Ne? Das heißt, wir sehen hier, Buchstabe C wurde ausgelesen. Hier rechts oben sieht man auch, dass es aus dem Speicher gezogen wurde. Machen wir mal weiter, weil hier sieht ihr auch die rote Linie links. Zack, springt er zurück und er vergleicht A, L ist jetzt H. Also wir kommen zum zweiten Buchstaben. Das heißt, meine Vorschleife, das war schon gar nicht mal so doof. Ne? Vergleicht er jetzt immer noch mit diesem komischen A? Und Z, also ich gehe mal davon aus zwischen A bis Z, aber was hat das schon wieder mit diesem M auf sich? Schauen wir mal, wo er jetzt hinspringt. Er macht weiter. Nee, er kommt hier wieder hin. Er addiert hier wieder 2 zu meinem Buchstaben dazu. Und aus meinem H wird ein J. Könnt ihr das sehen hier? Hier, es ist ein J geworden, weil er hat 2 hinzugefügt. Damit ihr euch das vorstellen könnt, hier, wir haben sowas wie einen Taschenrechner integriert, das heißt ASCII Code H, komm schon, H ist 68 und dann hat er plus 2 gemacht, das heißt, dann haben wir hier 70. Ne, jetzt habe ich was falsch gemacht. H hat er sich genommen, was war das jetzt nochmal für eine Nummer? Machen wir es doch umgekehrt. 6a, da hat er sein J, genau. Minus 2, kommen wir zum H. Seht ihr das? Ich habe an der falschen Stelle rumgewerkelt. Also er zieht sich den Char-Code raus von H, das ist 104, plus 2 und dann kommt J dabei raus. Okay. Also, da wäre schon mal unser Serial Code, wie es aussieht. EJ, also für die ersten beiden Buchstaben. Schon wieder da oben. Jetzt kommen wir zum U. Was passiert jetzt? Jetzt kompiliert er schon wieder irgendwas mit M. Aber diesmal ging es weiter. Ziemlich verwirrend. Aber diesmal zieht er 2 ab. Ja, jetzt ist meine Frage an euch. Was könnte das bedeuten hier an der Stelle? Ja, ruhig reinrufen. Okay, da, gut. Dann code ich nochmal rein und dann hilfst du mir nochmal interaktiv. Wie schon gesagt, ich bin ziemlich müde. So, und zwar will ich da den Char-Code. Gut, das heißt, wir haben jetzt einen Char-Code und jetzt müssen wir hier überprüfen. If Char kleiner als, oder? Wolltest du kleiner als, was war kleiner, ja. M, was 6D? Jetzt bin ich natürlich hier ja müde und faul. 109. So, was soll jetzt mit Char passieren?
Okay, ansonsten minus 2, oder? Ja, sicher? Okay, schauen wir uns das Ganze an. Es läuft hier durch, dann blub, dann irgendwas. Ach so, ja, dann müssen wir uns das natürlich irgendwo merken, ne? Und zwar machen wir uns doch hier ein Let Serial. Sehr ähnlich zu C-Sharp, keine Sorge. Ich kann es auch so schreiben, dass ihr das versteht. So, dann. Serial Push. Und zwar erstmal muss das ja wieder zu einem ASCII-Code. Da gibt es hier String, from SHA-Code, so war das. Und dann war das SHA und so weiter. Und dann lassen wir uns am Ende das mal ausgeben, was da passiert ist. Serial, Join. So, okay. Ich mach mal weiter, vielleicht kommt ja noch irgendein Part. Okay, jetzt kommen wir zu den C, jetzt kommen wir zu K, aber es verhält sich sonst immer gleich, gell? Jetzt wäre er durch. Jetzt vergleicht er, was wir eingegeben haben als Passwort im Speicher. Er pusht etwas in den Speicher. Und naja, String compare A. Was wird das wohl für eine Funktion sein? Ha? Gut. Dann kommen wir hier wieder zurück. Dann ist hier compare 1 mit 0. Naja, das ist unschön. Also wird er dann im Statusregister wohl was reinschreiben. Es kommt ein Return zurück. Er sagt ja, die Angabe ist falsch. Ha. Verdammt. Zum einen, was wir überhaupt mal ausprobieren können. Ach so, gut, wir haben ja das fertige Ergebnis gesehen, also eigentlich. Na? Das ist immer verwirrend. Diese Steps, wenn ich im Debug-Modus bin, sind auch mit F7, F8, F9 und F10 und so weiter. Also sehr ähnlich, wie wir es von Visual Studio kennen, nur nicht gleich und dann drücke ich immer die falschen Tasten. Gehen wir hier nochmal ganz kurz rein. Ich wollte nämlich nochmal überprüfen hier, wenn wir nämlich jetzt mal so durchgehen. Ach, da steht noch vom vorherigen Speicherwert etwas da. Überprüfen wir das Ganze doch mal, ob da nicht irgendwo eine Falle dahinter steckt. Also, ich starte jetzt die Exe mal so nochmal. Ach, das ist geil. So, haben wir geschafft. Okay, aber wir haben ja noch nicht unser Programm angeschaut, ob das richtig drin steht. Ich break's mal hier. Und wir starten jetzt dann mal diese Welt. Plus, dass wir das gute Stück hier starten. Gut, jetzt ist hier fest Chucky. Ich mache jetzt hier mal F5. So, wie schon gesagt, eigentlich geht das wirklich rasend schnell. Problem ist halt hier, dass ich verdammt viele Tools habe, die hier jede Kleinigkeit aufzeichnen. Ah, schaut mal das hier an. Was haben wir hier stehen? Naja, es sieht sehr identisch aus, was wir da kopiert haben. Perfekt, oder? Super. Jetzt muss man natürlich testen. Ah, für mein Ego. Gut, ich bin ja hier anonym, das ist für mich immer ziemlich einfach. Du bist der Marco. Hallo Marco. So, Marco, schauen wir mal, ob du die Vollversion kriegst. Zack, gespeichert. Finde das gute Stück aus. Wird hier übrigens alles aufgezeichnet. Ne? Die wissen jetzt alle, dass du Marco heißt. Und was bekommen wir hier? Sowas bekommen wir hier angezeigt. Also, dann Marco. Ich schreibe jetzt irgendwas rein zum Beweis nur. Ne? Nur zum Beweis. So, jetzt das, was da unten steht. Und Angabe ist richtig. Unser eigener Key-Generator ist fertig. Wie schon gesagt, ich liebe ihn für den Einstieg, weil es halt eigentlich in dem Sinn sehr einfach war. Jetzt kann man natürlich das Ganze noch so richtig wild treiben. Und zwar, ich lade nochmal die Echse. Und zwar, komm nochmal rein, Baby. Und dann schauen wir uns dann nämlich Folgendes an. Was man natürlich noch so machen kann. Das heißt, ich kann jetzt hier nochmal, wie schon gesagt, ich gebe immer dasselbe ein.
gehe hier nochmal auf Testen. Mein Breakpoint sollte noch aktiv sein. Okay, aber jetzt baue ich mir auf eine andere Art und Weise meinen Key Generator. Und zwar werde ich jetzt Folgendes machen. Wenn ich natürlich was Falsches eingebe, lande ich ja am Ende hier. Okay? Jetzt sehe ich aber nirgendwo nochmal, wo das fertige Ergebnis mal gespeichert wird. Das heißt, in dem Fall, ich drücke hier wieder F9. Es läuft durch. Ich kriege die Meldung, die Eingabe ist falsch. Ich drücke jetzt nochmal drauf, dass ich noch mein Breakpoint bin. So, schau mal ein bisschen weiter höher. Irgendwo muss er doch hier im Speicher nochmal unser Serial Key haben. Nein? Das macht er mit Absicht. So, nochmal F9, nochmal falsch. Gehen wir nochmal rein. Jetzt mit F7. Da. Und zwar, was für mich ja hier wichtig ist, ist die Speicheradresse hier. Okay? Die kopiere ich mir jetzt hier. Zack. So, und wisst ihr, was man nämlich jetzt machen kann? Und zwar so richtig geiles Zeug. Hier, die Eingabe ist falsch, das gefällt mir nicht. So, und zwar will ich, dass er mir was anderes anzeigt in der Messagebox. Der Titel, der gefällt mir so auch nicht. Gehen wir doch mal an die Stelle und dann sagen wir hier, 4e gefällt mir auch nicht. Ich will jetzt hier sowas wie ein K haben. Das wäre ja hier dann 4b. 4b. Dann e sehen wir hier drüben, das ist 65. Sala, cancel. 65. Und dann Shaki, was ist da das Y? 79. Ja, so gefällt mir das. So, und 90 für nichts. Geht das? Ich glaube, es hat geklappt. Okay, dann, was mir nicht gefällt, hier ist 10 ein Error-Message. Naja, gut, schauen wir erstmal an, was so passiert. Ich tue den Breakpoint raus, der nervt. Und? Oh, Key registriert. Naja, normalerweise ab einem Punkt hat er immer abgebrochen. EB ist auch noch so ein Ding. Schauen wir mal, was er jetzt macht. Das gibt's nicht. Sonst hat er immer abgebrochen. Jetzt aber. Ha, da, ich sehe es. Und Key, yeah. Naja, das rote X, wie schon gesagt, gefällt mir nicht, weil das ist hier die 10, die sagt, dass dann diese Error-Meldung kommen soll. 40 ist für das schöne Icon. Also machen wir doch ein 40 draus. So, dann hier testen. Ah, so schön. Ah, geil, so muss Photoshop so ein Crack nie funktionieren. Ja, man öffnet sie Excel und super. Und man kann es natürlich noch viel verrückter treiben. Also ich mache hier zum Beispiel Folgendes. Ich klicke hier auf dieses coole Icon, Patches, das jetzt alles, was ich verändert habe, gemerkt hat. Ich klicke auf Patch File und kann mir dann aus dem, was ich gemacht habe, eine eigene Excel speichern. Und zwar Dummy Crack Me Keygen. Okay? Gut. Speichern. Super. Ja, dann. Stopp. Ja, dann mal das Originalprogramm. Dann das hier. Und so, der Kollege ist auch dran. Macht's freiwillig. Martin! Hallo Martin, schön, dass du da bist und lernst, wie man Software knackt. Super. Martin? Martin. So, als Beweis, XYZ, okay. Ah. Und hier, okay. Coole ist ja Steuerung C, ne? Kann man Messagebox eigentlich kopieren, mal schauen. Ja. K, C, P, R, K, N? Ja, oder C? Ja, geil, oder? Ah, herrlich. So klappt das. So. Wir haben es echt geschafft. Wir haben es echt geschafft. Super einfach, oder?
Ja, herrlich. Oh, ich habe gesehen, ihr habt eine saubere Arbeit geleistet. Ja. Was ich hier auf Gregors Anus-Rechner gefunden habe, ist vielversprechend. Du, ich bin auch total stolz auf mein Team. Das darfst du auch. Ich bin gespannt, ob es aber auch für das zweite Kraken ausreicht. Sicher. Ansonsten wird der Boss sauer und wird von dir Nacktbilder mit Cowboyhut veröffentlichen. Spinnst du? Nein! Oh, mach's nicht, bitte! Na dann, los an die Arbeit! Die Uhr tickt! Oh. Oh. Rache. Es gibt so Rache, den werde ich auch noch hacken, wenn der auf dem Klo sitzt, Livestream zu Facebook. Echt heavy. Okay, Leute, jetzt wird's ein bisschen härter. Und ich brauche viel mehr Unterstützung von euch. Das von vorhin war viel zu lash. Okay? Und zwar Crack Me 2 von The Hacker Garage Crew. Ist eigentlich auch für Anfänger. Ne? Ja, Schwierigkeit, Mittel. Oh, oh. Ihr wollt, dass von mir Nacktbilder veröffentlicht werden, ja? Ihr seid Kollegen. Er auch noch. Er auch noch. So macht's Leben Spaß. Ich mit Cowboyhut. Und dann noch mit Maske, sauber. Okay, schauen wir uns doch mal das nächste Tool an, was wir da knacken möchten. Und zwar, naja, es ist jetzt zwar nicht mehr so schön sexy hier mit GUI und so weiter, es ist so ein Konsolending, aber es macht genauso Spaß zu knacken. Und zwar, wo haben wir es denn? Crack Me 2. Zack, okay, Username, klar, wie schon immer, Chucky. Passwort, ja, 89. Und, falsche Passwortlänge, okay? Das ist okay. Und dann, wenn ich Enter drücke, wird das ganze Programm geschlossen. Das macht dann weniger Spaß, weil wir hier das immer wieder neu aktualisieren müssen. Aber schauen wir uns doch erstmal an, was sich dahinter so verbirgt. Achso, ich habe das Programm ja schon geöffnet gehabt. Der startet echt zweimal. So, okay. Dann. Brutal, wenn man so ein Tool am Laufen hat. So, gut. Ja, F9, zack, führst nun mal aus. Und ja, wisst ihr noch, was sind jetzt die ersten Schritte, die wir machen müssen? String suchen, okay, aber ich hatte jetzt ein Problem. Also, wenn ich jetzt hier mal rechts klicke, Search for Current Module, String References, naja, das sehen wir alles, was hier wohl von einer NTDLL. Genau. Also, wisst ihr noch, wie man da hinkommt? Symbols, Crack Me Exe und zack, jetzt sind wir auf dem richtigen Thread. Und dann habt ihr es schon richtig erkannt. Klar, ich muss hier aus dem aktuellen Instanz meinen String raussuchen. Zack, jetzt sehen wir spannende Punkte. Ah, ja. Invalid Username Länge, Invalid Passwort Länge, das kennen wir. Und die Message gefällt mir besonders gut. Congratulations. Okay, aber gehen wir dahin, wo wir erstmal das Ganze kennen. Also Invalid Passwort Länge. Okay. Okay, Invalid Username Länge. Gut. Ja, dann. Schauen wir uns doch mal an, was sich dahinter verbirgt. Ach ja, ich habe ja dann nochmal hier mein Tool, so ein Plugin, das es dann nochmal ein bisschen hier links schöner aufbaut und wir können das Ganze nachlesen. Gut, Invalid Länge und da wird wohl was verglichen. Compare und wenn das nicht stimmt, dann kommen wir wohl hier rein. Wenn es passt, dann würde er da runterspringen. Naja, was ist A in Hexadezimal? In Hexadezimal A. Ja, 10, genau. Also wissen wir schon mal, Passwortlänge 10. Oder muss mindestens 10 sein, das wissen wir halt noch nicht. Müsste man das mit dem Jumper unten nochmal richtig auswerten, aber irgendwie Passwortlänge 10.
Invalid Username. Schauen wir uns doch kurz an. Also er war zufrieden, aber vielleicht erkenne ich was. Und zwar kommt er hier rein. 9. Ja gut. Ich denke mal, Shaki ist kürzer wie 9. Also denke ich mal, mein Username. Bis 9 oder sowas. Oder unter 9. Gut. 9, Passwortlänge 10. Wenn ich dann das jetzt stimmt, das müssen wir erstmal ausprobieren, weil vielleicht interpretiere ich das ja auch falsch. Das ist übrigens auch immer das Coole, so beim Software-Cracken interpretiert man selber wahnsinnig viel. Also man vermutet, was da wohl gemeint ist. So, das ist so, wie wenn man den Source-Code vom Kollegen anschaut. Okay? Gut. Ich mache jetzt mal den 10. das 10. Ding rein und zack, wir bekommen eine andere Message-Box. Das heißt, das haben wir schon mal richtig erkannt. Access denied, wrong password. Perfekt. Das heißt, wir wissen, es muss 10 Zeichen lang sein, das Passwort. Zeit, sich das richtig zu merken. Keygen2JS. Schau, Marco hat sich verewigt. So auf meiner Festplatte. Ging auch schon durch den Level 2 Cache und Level 1 Cache. Okay, hier geht's weiter. Const Username. Shaki, die Mörderpuppe. Const Passwort ist gleich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Dingsbums. Zack, gut. Ha, was wir uns nicht alles merken, oder? Gut, weiter geht's. Ja, das ist halt das Fiese. Er sorgt dafür, dass es hier gleich beendet ist, wenn irgendwas schief geht. Das heißt, ich muss hier jedes Mal neu starten. Dann gibt es hier den Entry Point. Gut, das könnte man zwar irgendwo deaktivieren, aber keine Ahnung mehr wo. Und jetzt müssen wir wieder an die Stelle. Breakpoint habe ich kein Gesetz, das war nicht klug, also machen wir den ganzen Weg nochmal. Search for current module, string references und da. Hier. Herrlich. Gut, oh Gott, wo geht's da los? Wo fängt's an? Achso, ich glaube, das brauche ich jetzt nicht mehr, weil ich mache es nochmal. Nee, okay, schauen wir uns mal an, wo es hier anfängt. Oh mein Gott, Stringlänge. Hier invalid Passwort, aber er muss doch hier irgendwo. Das ist aber nur die Länge, das heißt, hier fängt er doch dann schon irgendwo mal mit dem Berechnen an. Und das beobachten wir doch einfach mal. Ich mache jetzt hier mal F2. Breakpoint. Und schauen wir uns das mal an, was da passiert. So. Gehen wir doch mal durch. F8, naja, ich erkenne nichts. 5 stand irgendwo, da steht 5. Wie kommt der auf 5? Und T. Naja, machen wir weiter. Addiert irgendwas. Okay, Lea ist übrigens, er lädt sich da was in den Speicherbereich rein. Okay, das heißt, da passiert noch kein Hexenwerk, sondern erst, was hat er denn hier? Ah ja, sehr spannend, beobachtet bitte mal. Aber was hat der mit seinen 5? Oh. So, 5, was hat der mit seinen 5? Schauen wir es uns mal einfach weiter an. Jetzt kommt da sowas Komisches mit der Raute raus. Ink, erinnert ihr euch? So Index plus plus. Compare. Jetzt haben wir plötzlich eine 4, oder? Nee, was stand da? Mal weiter. 4. Hier, wenn ihr da mal genau hinschaut. Jetzt haben wir hier plötzlich ein K und eine 4. Oh man, oh, das gibt's ja nicht mehr. War das ein guter Programmierer, der uns hier diese Aufgabe gestellt hat? Das ist ja wahnsinnig schwer. Also ich weiß ja, was da passiert. Ich warte nur, bis ihr das sagt. Ey, ist doch ganz logisch. C, jetzt sehen wir plötzlich ein C, dann hier eine 3. Was passiert jetzt hier? Jetzt wird plötzlich ein F draus. Komisch. Wer hat es gesagt? 1000 Punkte und Applaus.
herrlich. So, Wahnsinn. Okay. Also, soweit sind wir schon mal. Wir gehen das Ganze rückwärts durch. Und ich liebe das ja immer, eine Vorschleife rückwärts zu machen. Username, Length, dann irgendwie minus 1, oder? Gut. Keiner schreit irgendwas rein, dann passt das so. Dann 0, minus 1, oder? Haha. Ihr müsst schon reinbrüllen. Ich will hier ein bisschen mehr Action. Leute, ich gehe sonst heim. Was? Also ich mache jetzt erstmal das da so, ne? Gut. So? Habt ihr es jetzt? Also, ich mache einfach mal, was ihr sagt. Wir schauen uns alles an, ne? Also, hier Username. Mein Rechner, das ist Wahnsinn, mal wie ist der Studio-Code langsam zu sehen. Ich tue jetzt gleich Camtasia beenden. So, Username-Index. Ich wollte nur Let schreiben, komm schon. Ich meine, wir können es uns ja mal so anschauen und schauen, ob es rückwärts richtig läuft. Ja, er macht's. Also es gibt keine Exception, also ist alles in Ordnung, oder? Oh. Ja, schaut ziemlich komisch aus. Ja, los, Leute. Ja, mit C. Super. Kein hohes C, ne? Es ist zwar tief, aber... Oh, der war schwach. Okay. Element, ja, super. Hier haben wir jetzt jeden Buchstaben, aber ich glaube nicht, dass hier in dem Algorithmus einfach immer nur der Buchstabe rückwärts gelesen wird. Was passiert denn hier noch? Ich meine, wir kommen ja schon der Sache etwas näher. Schauen wir uns mal an, was hier passiert. Und zwar... Er ist bei Shaki jetzt bei U und dann hat er irgendwas mit seiner Zahl 2. Und 2 steckt in AL, hier drin. Okay? Also Moment mal, also er addiert 75, also das U mit 2. Okay. Dann wird ein W draus. Jetzt ist das H da von Shaki. Aber anstatt 2 ist es eine 1. Ja, ich höre was. Er addiert die Position mit dem Buchstaben. Super! Auch 1000 Punkte und Applaus. So. So, dann machen wir das Ganze mal so. Das heißt auch nicht Element. So, ich muss nämlich hier aufpassen, der Clean Code Papst ist auch da. So, Sha plus, verdammt, ich habe mich vertippt. So, Index. Okay, das ist eigentlich ein GIF, ne? Nein, Index? Ja? Ja, super! Super aufgepasst, das muss nämlich wieder zum SHA-Code. So. Ich sehe es. Klick. Hier. Cool. In Zeitlupe coden. Das ist auch mal was, oder? Gut, ja dann. Gut, dann sollten wir alles, was da passiert, sich ja irgendwo auch wieder merken. Sonst wäre das ja ein bisschen sinnlos. Also brauchen wir hier wieder unsere
Let serials new array. So viel Enter habe ich auch nicht gedrückt. So, und du bekommst dann. Jetzt wird schon echt kriminell hier. Kann das vielleicht nur ausschalten? Macht er dann weiter? Das ist schon krass. Gut, dann haben wir hier Serials, Punkt, Push und dann kriegt er unser Char. Ah, wieder mit String from Char Code. Char. Das ist wunderbar. So, Konsole Log. Jetzt haben wir es geknackt, oder? Ich sehe es schon, es hat geklappt. So, Join. Und wir führen den Code aus. Das geht Gott sei Dank etwas schneller. Wie vorhin hat es auch wieder, gell? Und, was sehen wir? Au, das schaut ziemlich gut aus. Seht ihr das? Wir haben hier so kryptisches Zeichen, ein paar Buchstaben. Herrlich. Ah. Nein, oder? Sag bloß, das war jetzt noch nicht alles. Nein, verdammt. Oh, ich will ja nicht, dass er von mir noch die Nacktbilder veröffentlicht. Okay, wir müssen wohl doch was weitermachen. Ganz schön link, ey. Der hat uns echt gelinkt. Also, dann haben wir mal den ersten Part hier durch. Ich glaube, jetzt hat er es durch. Jetzt hat er gesehen, okay, hier sind wir durch. Und zwar machen wir hier... wie nennen wir denn den Part hier, dass wir uns das immer irgendwo merken können? Username to Serial. So, irgendwie so haben wir uns das Ganze jetzt markiert. Ende ist, ist dann immer hier. Und so kriegen wir es visuell ein bisschen hin. Und damit wir dann nicht jedes Mal komplett durchstarten müssen, mache ich hier F2 mal hier den Breakpoint und löse den von hier oben. Sonst müssen wir jedes Mal die Schleife durchmachen. Und schauen wir uns mal an, was jetzt passiert. Genau. Oh, er hat schon irgendwo was addiert. 6 war irgendwas. 30. Stringlänge 6. Was könnten 6 Zeichen lang sein? Oh, schaut mal hier, er compared jetzt. A mit 6, okay. Okay, er fängt hier irgendwas mit 6 immer an. So, machen wir weiter und schauen, was noch passiert. Mit der 6 und der 10. Jetzt zieht er das ab. Er zieht 6 mit 10 ab. Dann erhalten wir 4. Und dann beginnt er hier wohl mit einer nächsten Runde, oder? Ah, habt ihr diese geschweifte Klammer da? Also das, Moment, der hat da wohl aus dem Key von oben was genommen. Dann haben wir hier wieder ein Ink, das heißt, wir befinden uns wohl wieder in einer Schleife. Aber er ist irgendwie auf diese 4 gekommen, indem er 6 minus 10 genommen hat. Gesundheit. Bitte. Entschuldigung? Okay. Das heißt, Moment. 10 Danke. Muss man sagen, bitte. So, Rest von 10 minus Username Länge. Gut, das haben wir schon mal. Super, oder? Gut. Dann
Ach ja, haben wir aber irgendwas gesehen. Also von dem Serial Code, der hier entsteht, da hat er irgendwas angefangen zu machen. Was genau, wissen wir noch nicht. Aber das müssen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Hier haben wir jetzt wieder, hier haben wir ein O. Ich glaube, wenn man da runter schaut. Ah ja, seht ihr das? Off. Also wir sind jetzt bei diesem O. Und dann haben wir hier eine 1 auf einmal. Jetzt ist ein P draus entstanden. Habt ihr das gesehen? Jetzt geht das Spielchen von vorne los. Jetzt haben wir oben eine 2. Er etabliert nochmal über das Passwort. So viele Buchstaben, die wir noch brauchen, und bringt das nochmal mit. Okay, aber über welches Passwort? Das Serial, was wir bisher haben. Genau, also darüber geht er jetzt drüber, gell? Das heißt, wir haben hier unsere zweite Schleife. Index, dann haben wir jetzt hier unser Serials. Länge, oder? Nee, Quatsch. Genau, gut aufgepasst. So, jetzt ist das natürlich spannend, ne? Serials. Der CleanCode-Papst hat uns schon verlassen, oder? Ja. Er hat sich gedacht, den Rest, den tue ich mir hier nicht an. Hätte mich jetzt interessiert, wie man das vielleicht schöner bezeichnet hätte, aber gut. Serials, da gehen wir nochmal durch, nennen wir das doch hier auch Char. Und ach so, ja genau. Und dann wahrscheinlich hier eben auch, weil da wird da bestimmt irgendwas gemacht, Charcode at 0. Gut. Ja, und was passiert noch? Oder? Eins. Entschuldigung? Immer plus 1. Immer plus 1? Ich würde sagen, das ist die Stelle. Also ich schreibe einfach und ihr brüllt, wenn es falsch ist, okay? So? Plus 1. Und nochmal plus 1. Ihr entscheidet, was soll ich schreiben? Passt? Okay, aber ich muss es mir natürlich wieder irgendwo merken. Also let serials 2. Wie schon gesagt, ich hätte gern schönere Bezeichnungen, aber nein. Ich bin verlassen worden. So, push, sha, upsala, schon wieder vergesse ich es. Und zwar string. Na, komm schon. Zack. Unglaublich. So, from charcode. Gut, ja, das hätten wir dann schon mal. Ist nicht gut. Ach so, von der Benamung her, oder? Ah. Okay. Ja, dann machen wir das so. Ja. Ich meine, ich bin ja hier der Code Monkey. Gell? Ihr müsst mir sagen, was zu tun ist. Es soll ja hier eine interaktive Geschichte sein, also so ist besser, ja? Okay. Ja, schauen wir mal, was da rauskommt bis jetzt. Und bam. Was haben wir jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Zeichen wäre schon mal lang. Das hört sich ja schon mal extrem gut an, oder? Schauen wir mal, was jetzt noch weiter passiert. Ja. Oh, ja, jetzt zieht er da noch irgendwo was ab, ne? 40. Aber ich sehe, er macht einen String Cut. String Compare. Gut, der vergleicht natürlich mit dem, was ich eingegeben habe und sagt schon, der Zugriff ist verkehrt. Gut. Ja, dann probieren wir es doch einfach mal aus, was er jetzt generiert, weil es wäre 10 Zeichen lang.
Und wenn jetzt noch irgendwas fehlt, gut, dann müssen wir nochmal nachschauen, ob wir irgendwas übersehen haben. Aber auf Shaki haben wir hier Folgendes generiert. So. Und zwar, wir haben es geknackt. Oh, heavy, 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 heavy. Wir haben es echt geknackt. Gut, ja, jetzt brauchen wir natürlich, jetzt haben wir hier nochmal Martin, oder? Gut, Marco. Ja, dann kracht's ja. Ey, das kommt dann erst in der Vollversion von unserem Key Generator. Der kostet extra. Wenn wir solche Dinge mit überprüfen. So, dann starten wir mal unser Tool. So, vertippen will ich mich nicht, weil sonst muss ich wieder neu starten. Also Martin. Und? Sieht sehr schön durcheinander aus. Und? Wir haben es echt geschafft. Woo! Ah, herrlich. Wir haben es echt geschafft. Es ging ziemlich schnell. Ja, ich wundere mich. Das hat das letzte Mal länger gedauert. Das bin ich ohne Maske. Wow. Jetzt bin ich und der Boss begeistert. Das war wirklich nicht einfach. Ja, ich bin auch richtig stolz auf meine Leute. Hat's euch Spaß gemacht? Ja, das ist gut so. Wenn ihr noch Zeit habt, dann versucht das dritte Kraken zu lösen. Ansonsten hat es mir eine Freude gemacht, euch unter Druck zu setzen. Ich werde jetzt erstmal die nächste Folge Golden Girls anschauen und entspannen. Warte mal, aber du wirst jetzt keine Nacktbilder von mir mit Cowboyhut veröffentlichen. Nein, diesmal nicht. Ich werde wieder auf dich zukommen. Das kannst du mir glauben. Danke nochmal an alle. Was ihr jetzt macht, bleibt euch überlassen. Hab ja nochmal Glück gehabt, oder? Oh, heavy. Super. Upsala, Mikro. Müssen wir noch alles rausschneiden. Das waren ja zwei Geburten, ey. Erstmal vor 4 Wochen und jetzt. wollt ihr noch das dritte Crack Me machen? Ja. Ja. Seid ihr noch alle fit? Das gibt's ja gar nicht. Nein. Ey, das war cool. Das machen wir nochmal. Wollt ihr nochmal ein Crack Me? Ja. Seid ihr alle noch fit? Nein. Herrlich, schön. Das ist ja, ey, wie montags auf der Arbeit. Okay, sehr toll. Aber es ist wirklich, es wird jetzt, also es ist auch für Anfänger ideal, das nächste Crack Me, aber diesmal brauche ich 200% von euch. Das, also es muss echt mehr werden. Ihr habt zwar ein paar Punkte schon bekommen, manche haben toll mitgemacht, aber es wird jetzt wirklich etwas schwieriger und da brauche ich wirklich eure 200% und dann kriegen wir das auch fix durch, oder? Okay. So, denn der Diabolo hat da was für uns gebaut. Und das schauen wir uns doch genauer an. Und zwar ist mein Rechner mit allem überfordert. Ich habe hier das neueste Surface Book mit allem drum und dran. Aber wie, ihr habt Camtasia wohl noch mitlaufen. Gut. So, ich bin ansonsten eigentlich wirklich sehr zufrieden mit dem Gerät. So, so schaut das Tool aus. Geben wir einen Namen ein. Shaki. Ups. Dann gebe ich immer meine Zahl ein. Und dann zack. Und naja, wrong code. Try again. Das ist, was ich nicht sehen will. So, dann starten wir das Ganze doch mal hiermit. So,
Sehr schön. Okay, wrong code und so weiter, das haben wir gesehen. Ihr wisst noch, wir müssen auf den richtigen Thread. Und was müssen wir dann machen? Super, genau. Wir schauen uns erstmal an, was gibt es denn hier für Stringwerte im Speicher. Und da sehen wir einmal mal Macintosh. Okay, da wollte jemand Werbung machen. Also Apple schafft es echt überall, oder? So, don't give up. Das zählt für euch heute Abend. Hiermit, alle sind sie erledigt, wollen aber weitermachen. Wrong code, try again. Das ist, was wir gesehen haben. Dann möchte ich mir hier mit meiner Extension nochmal das Ganze visualisiert darstellen lassen. Zack, schon sehen wir hier so schöne Klammern und allem drum und dran. Und puh, was passiert denn da oben alles? Oh mein Gott. Also wir haben hier don't give up, bla bla bla. Wir sehen hier wieder mit push 0. Dann wird wohl kein Icon angezeigt. Hab jetzt nicht so aufgepasst. Und irgendwie fängt es da oben an. Und zwischendrin hier mit A bis Z Überprüfung. Ihr dürft übrigens nebenbei auf dem Handy auch googeln, wenn euch dann bestimmte Befehle unbekannt sind. So, get dialog item text A. Ich gehe mal davon aus, ab hier geht es eigentlich so los, weil er hier wirklich ja, was abgefragt hat. Dann schauen wir mal weiter oben, ob da auch noch was da ist. Ah, da ist auch noch mal was mit A bis Z Überprüfung da. Da haben wir auch noch mal item text A. Also dann fangen wir mal von hier aus an. Schauen wir doch mal, was hier passiert. So, und zwar haben wir unser Shaki. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, okay, gehen wir das Ganze einmal durch. Und zwar, Shaki ist reingeladen worden, der Username. Dann wird irgendwas verglichen mit 20 und 6. Das heißt, unser Username darf wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, weil es war ja keine Meldung, dass der Benutzername nicht passt, maximal 20 sein und mindestens, also zwischen 5 bis 20 Zeichen lang. Entschuldigung? Echt? Okay, habe ich nicht aufgepasst. Ich sag ja, ihr müsst mir hier helfen. Ich bin schon so kaputt. So, Keygen3.js. Naja, will man jetzt so eine Überprüfung reinbauen? Ich weiß nicht. Es muss halt zwischen Username. Boah, ich hätte es da nicht machen dürfen. Nee, eigentlich, also ganz ehrlich, dieser Studio Code ist brutal schnell. Ist wirklich gut, ist richtig gut. Ich weiß nicht, was der jetzt hier gerade hat. Das war am Anfang. Ah, das wäre mal was, um Speicher wieder zu kriegen, oder? So, Chrome schließen. Outlook auch noch. Gut, gebe Ihnen den Rest hier. Dann müssen alle meine E-Mails, die ich vorbereitet habe, mal noch irgendwann zu beantworten. Oh, mit Abschiedssound. Gut. Username min5max20. Tue ich jetzt nur mal so als Notiz dazu. Ist das in Ordnung? Gut. Username. So, Shaki hat 6, das passt. Also, Zeichen. So, Shaki. Dann. Ja, dann. Geht's hier weiter. Das war jetzt nur die Zeichenüberprüfung. Nicht so spannend. Irgendwas mit 5, move der hin und her, dann vergleicht er was. Machen wir mal noch weiter. Oh, er addiert schon was. Und zwar mit 41. Compared der jetzt etwas. Machen wir mal weiter. Jetzt sind wir bei Z. Wahrscheinlich hat er nur überprüft. Nee. Er hat das C weggezogen, habt ihr das beobachtet? Das ist immer so ein Indiz für, dass wir da eine Schleife haben und dann haben wir wieder so ein Ink. Schauen wir mal weiter, beobachten wir das mal. Ah ja, schaut mal hin. Dann fängt er wieder von vorne an, aber was macht er? Hier haben wir wieder die 10. Schnappt er sich das U, addiert hier wieder irgendwas. Und
Und zwar das, was in AL steckt, mit CL. Jetzt springt er plötzlich hier unten hin. Dann ist er wieder oben. Also eins, was ja schon mal sicher ist, wir haben ja wieder irgendwie eine For-Each-Schleife über den Username. Ja, das können wir, damit können wir schon mal anfangen. Das war sehr ähnlich wie hier drüben, meine ich, oder? Dann hier war es rückwärts. Vom ersten, gell? Dann mache ich hier Copy-Paste. So, wir gehen nochmal durch. Char, das kann ich jetzt erstmal entfernen, weil da schaut es irgendwie anders aus. Gut, also das haben wir jetzt, glaube ich, abgebildet. Irgendwie, es geht hier es gibt eine Schleife um den Username. Puh, nur was macht er noch? Ja, da hat er ein XOR, eine XOR-Überprüfung. Dann addiert er hier immer eine 1 dazu, zu CL. Also irgendwie muss er hier immer auf die 42 kommen, wenn er diesen Befehl macht. Das ist die Frage. Soll keine Schleichwerbung sein. Schaut, Coca-Cola, ich hab's gemacht. Ich krieg's Geld, ja? Auch in Rot, alles rot. Voll cool, ich habe so eine Private Sauna hier drunter, das ist der Wahnsinn. Oh. Also ihr könnt ja gerne mal googeln, was das hier so für Befehle sind, so schauen wir doch mal. Also ich benutze jetzt Google nicht, bei mir ist alles ziemlich langsam, aber gibt es mal ein Assembler, XOR, was passiert da genau? Ich mache mal nur so weiter, vielleicht hat jemand anders auch eine Idee. Also definitiv überprüft er auch irgendwas mit A bis Z. Und wenn es irgendwie wohl über Z geht, nach dem, was er da vorher irgendwie dazu gemacht hat, dann wiederholt er wohl irgendeinen Punkt, damit wir wahrscheinlich einfach im Alphabet bleiben. Gehe ich davon aus, ich weiß es nicht. Aber jetzt ist er anscheinend komplett durch. Und er startet wohl die zweite Runde, aber die wäre jetzt für uns nicht interessant. Sondern wir wollten oben erstmal bleiben, hier. Starten wir das Ganze neu. Ach so, ich hätte es nicht mal neu starten müssen. Voll gewohnt von vorher noch. So. Also nochmal, hier hat er nochmal was von seiner 5. Okay. Er tut hier statisch irgendwas mit einer 5 in AL rein. Ja, das wird bei jedem Schleifen auf 1 deklariert. Ja? Siehst du das? Ja. Wo? Da? Aber auch nicht immer, oder? Kommen wir hier immer rein? Doch, wir kommen hier immer rein, gell? Also tun wir uns irgendwo mal diese 5 merken. Ja, nicht Const. Let. Ich nenne es einfach mal Count, okay? Ich habe nämlich keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat. Shaki ist ja 6, achso, aber wegen Min 5, ja, naja, irgendwas, es ist zumindest konstant hier diese 5 drin. Und, achso, du hast gesagt, nach jedem Schleifendurchlauf wird es abgezogen. Ja, aber nur bis zu 0, dann passiert was anderes. Okay, wie macht man denn das? Count. Minus, minus eigentlich, gell? Dann if count,
Unglaublich. Count gleich 0. So, und jetzt komme ich nämlich in den Nachtmodus. Kennt ihr das? Jetzt wird nämlich alles so schön dunkel. Geh aus. Jetzt, schön. 5, dann minus minus, naja, und wenn es 0 ist, dann hast du gesagt, passiert irgendwas anderes. Müssen wir nochmal auf die Übung. Ja. Okay, hier sind wir an der Zeile. Compare, hier genau, Compare, ist es 0, dann springt er wahrscheinlich einfach hier runter und macht den anderen Part weiter oder so. Okay. Denke ich mal, oder? Es wäre aber spannend, was er trotzdem nebenbei erstmal damit macht, oder? Hier oben. Sag mal, kommt jetzt schon wieder in diesen... Jetzt, schrecklich. Okay, 5, ist in AL drinne. Er zieht sich jetzt wieder in CL ein Buchstaben rein. Es ist in dem Fall C. Und jetzt macht er wieder ein XOR, und zwar hier mit 29. Addiert AL mit dem CL-Wert. Aber CL ist nicht mehr C für Shaki, sondern jetzt sind wir bei J. Wie kommt er hier, wenn er sich den Buchstaben zieht? Was rechnet er da? Was macht er da? Also eins erkennen wir, das ist ganz klar. Unabhängig davon, ich mache mal das ein bisschen runter, haben wir ja folgende Situation. Sha ist gleich Sha plus Count. Okay? Das ist ja definitiv. Das haben wir ja gerade gesehen. Aber Sha hat sich hier vorher nochmal verändert. Da hat nochmal eine Kalkulation stattgefunden. Die müssen wir noch knacken. Was passiert hier? Ja, hier seht ihr das. AL wird hier hinzugefügt, aber CL verändert sich, und zwar irgendwie mit 29. Und am Ende vergleicht er mit einem Compare 41, ob es dem entspricht, was er sich da ja hier so wohl vorstellt. Und das ist auch statisch 41. Und 29 eigentlich auch. Ein XOR mit 29. Das ist so ein Dach und ein Gleichzeichen. Super, okay. Sha ist gleich Sha und dann... So? Ja. Mit? 29. Mit 29. Cool. Das kommt schon richtig krass hier, oder? Aber tatsächlich, das ist wirklich ein XOR-Aufruf in JavaScript. Und zwar müssen wir jetzt aber beobachten, ob es dem entspricht. Also wir sind jetzt einmal durchgegangen. Ich würde das aber, ich würde nochmal sogar sagen, wir machen den ersten Schritt nochmal gemeinsam durch. Und beobachten das auch nochmal mit unserem Code beim Debug, ob es sich genau ähnlich verhält. Und zwar running. Genau, es sind immer hexadezimal. Also ich gehe jetzt nochmal so durch. Okay, 5 zuweisen, nichts Besonderes, wissen wir. Jetzt holen wir uns das C raus. Und dann XOR 29 mit C. Sagt, da ist dann J, 4a. Können wir uns auch hier anschauen. 4a, das ist unser J, da haben wir 74. Und schauen wir doch mal ganz kurz an, was hier passiert in der ersten Zeile. Wer hat es gesagt? Nein, ich wollte es. Wer hat es mit der 41 gesagt? Super, 2000 Punkte! Wahnsinn. Ich weiß auch nicht, wie du drauf gekommen bist. Ich sag dir, ich bin auch irgendwie drauf gekommen, aber keine Ahnung mehr wie. Vor allem voll unlogisch, wenn man den Assembler-Code anschaut. Also, jetzt komm schon. So, eigentlich ist ja immer 42 die Lösung, okay? Aber ihr seht es, es gibt immer Ausnahmen. So, und zwar, ja,
Super, das ist ein saugutes Zeichen. Gut. Ja, scheiß Job hier. So, machen wir weiter. Gut. Ah, Kerstin, ich will eine Gehaltserhöhung. Ist sie noch da? Die sind schon abgehauen, oder? Die von der Veranstaltung hier? Ja. Yeah. So, gut. Machen wir das mal weiter durch. Und zwar wird dann komplett und das ist für ihn dann so in Ordnung, okay? Wir haben den Port erfüllt. Was der jetzt gut mit seinem A bis Z-Ding hat, das wird wahrscheinlich, ach so, es ist wahrscheinlich Zufall, dass das A ist. Gut, Z ist unter, also es wird hier was mit Z überprüft. Und zwar, ob wir unter Z sind. Ja. Ja? Okay, warte, machen wir hier, tick, 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 tick. If char größer oder ne Quatsch, kleiner oder gleich z. 5a, sagt schon 5a, 5a ist 90. Mensch, ich wollte nur Z dazu schreiben, damit wir da noch irgendwo eine Orientierung haben. So, okay. Wäre es ein bisschen schneller, würde ich auch den Code schöner schreiben, aber irgendwie ist er unter Z oder so, dann geht es ja, glaube ich, weiter, okay? Und zwar F8. Ja, ansonsten geht es auch weiter, aber da ist vor noch der Wert weiter. Okay, aber wo? Bei. Hier. Und zwar macht er dann 52 und addiert dann irgendwas. Müssen wir vielleicht uns einmal anschauen, wenn es passiert. Dann schreibt er was rüber. Hier wird wieder was hochgezählt. Hier zieht er es ab. Das haben wir ja schon. Dann wird verglichen, ist es 0. Wenn nicht, dann beginnt das Spielchen hier eben von vorne. Gut. Das haben wir ja dann soweit schon. Bis auf, wenn wir über Z sein sollten. Aber wir sind nicht über Z. Alles klar, wie immer? Ja. So. Ah, das ist jetzt über Z. Seht ihr das? Unterstrich ist über Z. Was macht er jetzt? Okay. Er hat ein R. Achso, er steht ja auch da. Konstant 52. Er fängt an von R-Buchstaben. Irgendwas zu addieren und zwar von? Ja, Counter. Vom Counter. Das heißt, was gerade im Counter ist. Oh Gott, jetzt müssen wir das schnell abdecken. Else. Und zwar von 52. Plus Count war es, gell? Entschuldigung? 0x52. Oder 82. 0x meinst du? Ja. Nee, das musst du nie dazu schreiben. Das ist eine, also das steht für hexadezimal auch. Also, ja. Egal. Ach so, ja. Klar, deswegen, gut. Ja, ich wollte nur schauen, ob ihr noch dabei seid. So, dann haben wir, dann ist das 82. So, und zwar zu char. So, ist richtig? Ja. Okay, sehr schön. Gut, also, was passiert denn noch? Er addiert es und ich denke, dann war es ihm wieder wurscht. Dann geht die Runde wieder von vorne los. Alle einsteigen, mitmachen. Die nächste Runde startet. Und was passiert? Ja gut, der macht jetzt eigentlich ja immer dann das Gleiche. Bis wir jetzt das Schacki einmal durch haben. Spannend wäre natürlich dann,
Ach so, das haben wir jetzt dann wahrscheinlich schon, gell? Wir haben jetzt die 5 nämlich fertig, kann das sein? Jetzt ist nämlich die 5 durch. Jetzt geht's hier weiter. Ich überprüfe nur mal, hier ging das ganze Spielchen von vorne los, oder? Nee, ab wann war er mal ganz nach oben gesprungen? Ich glaube doch, das ist jetzt hier der nächste Schritt, schaut an. Da passiert schon der nächste Algorithmus. Machen wir da mal einen Breakpoint rein. Also hier haben wir wieder so einen XOR-Aufruf. Er addiert hier wieder AL. Diesmal ist AL aber wieder auf 5. Ist das wieder irgendwo auf 5 gesetzt worden? Chucky ist auch wieder resettet. Das heißt, wir sind wirklich in einer eigenen Funktionalität eigentlich gelandet. Und ich denke, wenn es 0 ist, soll er hier einfach aufhören, überhaupt irgendwas weiterzumachen, gell? Ist ja eigentlich ein Schmarrn, dann reicht es ja aus, wenn man hier immer einen Count laufen lässt. Ach so, nee. Nee, wir müssen ja abziehen. Ja, Minusrechnen kriegen wir hin. Was denn? Minusrechnen kriegen wir hin. Genau, ja, ist schon klar. Aber wir müssen jetzt nachschauen, und zwar machen wir das doch einfach so. Der Code darf oben nur ausgeführt werden, wenn ungleich 0 ist, oder? Ich mache jetzt sehr unschönen Code. Clean Code Papst ist gerade nicht da, haben wir Glück gehabt. So, oder? Danach SHA soll immer, das muss ich natürlich hier dann, wenn ihr das nicht schön findet, machen wir es anders, den Code. Es ging nur darum. Ah, ja, genau, ist super. Gut, aufgepasst. Gut, ja, dann dürfte das jetzt eigentlich so sein, dass es immer dann durchläuft. Passt bei dem if fehlt noch der Fall, wenn es unter A ist. Also der tut ja sowohl auf über Z als auch unter A ist. Ach, da, hier meinst du? Ja. Ach, stimmt, da muss irgendwas rein. Ha, was kommt denn da rein für ein Code? Also du meinst so? Irgendwie so? Ja. Gut. Erster Part durch. Dann wird es ja hier irgendwo gepusht. Ins Nirgendwo, doch, gibt's schon. Und wenn man sich das anschauen lässt, hier kurz mal ein Zwischenergebnis, Konsole Log, und zwar von Serial. Join, zack, Speicher ab, das braucht man jetzt erstmal nicht. Zack, kriegen wir hier schon mal ein OE, also Oils, okay. Ich glaube, das hatten wir aber auch irgendwo hier schon gesehen, hier. Schaut gut aus, also wir haben den ersten Schritt schon mal geschafft, den ersten großen. Jetzt geht's hier unten weiter. Jetzt müssen wir uns überlegen, was macht er in der nächsten Runde? Was passiert denn hier schon wieder? Und da unten seht ihr übrigens dann schon, hier wird wirklich dann mit dem Passwort, was eingegeben wird, verglichen. Also wir haben es fast geschafft. Wir haben es fast geschafft. Was macht er hier? Er compared hier wieder mit A, das ist ein gutes Ding wieder. Mit Z haben wir wieder so ein gleiches Spielchen. Hier zählt er wieder was hoch. Jetzt wird wieder was abgezogen. Also irgendwo hat er doch die 5 schon wieder zurückgesetzt, gell? Ach, da oben. Ist es nicht dasselbe einfach mit 27? Dasselbe in aller Werte, ja. Okay. Das heißt, was soll ich machen? Gut. So. Also, das hier kopieren? Nicht aus, nein, nur das innerhalb von mir. Was soll ich machen? Komm, ich bin der Code Monkey. Nein,
Soll ich noch ein bisschen debuggen oder soll ich einen Code schreiben? Ey Leute, wir sind schon so weit gekommen. So weit. Also eins, was ja definitiv passiert. Also es wird ja hier wieder irgendwo auf 5 hochgesetzt, okay? Also Count ist gleich 5. Habe ich eigentlich hingeschrieben. So, genau. Dann geht es ja doch auch wieder durch. Also hier C wird sich geholt, dann haben wir auch wieder so eine A-Überprüfung. Also im Prinzip können wir ja erst einmal ganz vorsichtig das doch mal kopieren. Okay? Jetzt müssen wir aber herausfinden, wo sind denn dann die Unterschiede? Das X war mit 39. X 27. Ja. Also 27, sicher? Okay. Okay. Und dann wird da unten noch zusätzlich eine 1 addiert. Wo? Ah, da? Ah, na gut, das wäre vielleicht. Ah, nee, nicht der Count, sondern Fest 1. Ja, tatsächlich, da unterscheidet sich was, nämlich mit einer festen 1. Ja, dann. So, dann machen wir das mit einer festen 1. Ach so, Count war auch dabei? Ja. Ah, gut aufgepasst. So. So besser? Schön. Gut, läuft doch. Was passiert noch? 1, dann Compare. Was ist eigentlich mit unserer Z-Geschichte? Bleibt die auch gleich? Die ist jetzt auf 4D basiert. Auf 4D, das heißt, dann haben wir ein M. Oh Gott, jetzt geht das schon wieder los. 4D, das sind dann 77. 77. So richtig? Okay. Was noch? Fällt euch noch was auf? Ja, bis jetzt entsteht ja hier, können wir sehr schön beobachten, dann wieder irgendwie ein weiterer Keypunkt. Oh, doch nicht. Ich dachte, da würde er sich das merken. Aber irgendwo muss er sich das ja merken, wo er alles abspeichert. Wenn euch irgendwas anderes auffällt, ihr irgendwo wollt, dass ich was im Code mache, bitte Bescheid geben. Oh, jetzt sind wir hier unten. Jetzt vergleicht er mit unserem Passwort. Und was hat er hier oben? JTVGN. Schau nur, was er hier im Speicher irgendwo hatte. 9 mit 10 verglichen und dann kommt schon die Fehlermeldung. Ja, jetzt wäre natürlich spannend, was wir jetzt eigentlich schon mal so als Ergebnis haben. Es muss ja hier, was hatten wir uns notiert? Wie lang muss das Passwort sein? Ne, da hatten wir uns doch nichts notiert. Nur der Username, ja. Schauen wir uns doch mal an, was er für einen Code schon mal rausspuckt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja klar, logisch, weil 5 und 5, wo wir immer zurücksetzen. So, dann probiere ich das mal aus mit einer neuen Instanz. Könnte ja sein, dass wir schon haben. Wenn nicht, dann haben wir noch irgendwas vergessen. Wir haben doch irgendwas vergessen. Was haben wir vergessen? Das heißt, wir sollten. Ach so, wenn da 0 ist, die Überprüfung, war da auch was drin? Wird natürlich bestimmt so sein. Jetzt warten wir mal ab und zwar gehen wir die Runde hier nochmal rein. Irgendeine Kleinigkeit haben wir noch. So, dann try. Und zwar nicht dahin, sondern dahin. Und dann schauen wir uns doch mal nochmal die erste Runde an, was passiert. Und zwar F8, 27 und CL. CL ist dann 44.
haben wir das schon mal gleich. Ich überprüfe es mal, ob wir das hier auch wirklich gleich haben. Und 68. Dann ist doch was verkehrt, oder? Es hätte doch jetzt hier 44 sein sollen. Vielleicht machen wir das wie oben. Was war denn das? Oben war es nochmal. Nämlich nicht die 39, sondern jetzt haben wir hier 41. Und das war doch dasselbe wie hier auch mit 41. Probieren wir es einfach mal, oder? Also es gibt Dinge im Leben, die kann man nicht mit Logik erklären. Das müsst ihr euch echt merken. So, 11, 10 und 74. Was war es jetzt da drüben nochmal? 44. Irgendwas machen wir hier verkehrt. Oh oh. Ach scheiße, stimmt. Stimmt. Es ist ja immer Hexet, ich sag's euch auch noch. Stimmt, 68, verdammt. Und was war's? Was hatten wir vorhin? War es 68? Dann war es doch richtig. Teste es nochmal. Ja, tatsächlich. Sorry, mein Fehler. Gut, aber jetzt können wir zu 100% sagen, dass das jetzt schon mal hier irgendwo richtig ist. Dann addiert er hier wieder die 5 eben dazu plus die 1. Und das hatten wir ja. Der Code stimmt doch. Was haben wir vergessen? Haben wir hier irgendwas übersehen? Wird hier irgendwas... Ist da noch irgendwas anderes dabei? Ja, können wir mal beobachten. Es muss ja wohl passieren, weil ich habe Shaki ja hier auch reingeschrieben, genauso wie vorhin. Also dann T... Naja, bis jetzt wäre keiner dabei. Aber natürlich, vollkommen recht, wir müssen auch mal schauen, was da passiert. Ich könnte mir... Na, das müsste... Ja. Nee, also das zieht da eigentlich ab, oder nicht? Eax, nee. Ah, Moment mal. Ich glaube, da ist jemandem was aufgefallen. Zurück in den Code gehen. Ja. Wir haben jetzt einen Count, haben wir 6 drin. Oder haben wir 5 konstant? Aber er zieht hier wieder ab von den. Also, er fängt mit 5 an. Ah, Moment mal, 2. Ist das nicht, dass er da was mit dem Index macht? Jetzt ist AL nur noch 1. Ist AL wirklich 5 von Anfang an gewesen? Wisst ihr das? War das 5? Weil oben war es so, aber ob es hier unten auch noch die 5 war? Neu starten und schauen. Okay, mach mal. Ich habe euch gesagt, die wird ein bisschen tricky. Aber es macht doch auch gar keinen Spaß, wenn es nicht mal eine Herausforderung wäre. So, also nochmal. AL, ist es jetzt gleich 5 oder was bist du? Doch, tatsächlich. Okay. AL fängt mit 5 an und es wird auch wirklich immer weniger. Also in dem Prinzip wäre es ja. Aber es wird nirgendwo überprüft, ob AL 0 ist oder nicht. Kann das sein? Wo?
Ah ja, ah, okay. Nehmt wieder alles zurück. Ah, der schreibt das in zwei verschiedene Arrays. Ich weiß nicht genau, ob die dann einfach, wie wir das jetzt gemacht haben, funktionieren. Okay. Ja, schauen wir mal nach. Wahrscheinlich kann auch sein, dass es sie andersrum dann zusammentut. Ja, schauen wir gleich mal. Ich glaube, das ist jetzt die letzte Runde, oder? Quatsch, wie weit sind wir schon? AL2, 1, eine Runde noch, meine ich. Okay, wir würden jetzt dann rausspringen, ich glaube, und wenn ich das auch mal mit hier vergleiche von vorhin. Also dieses JTVGN, JTVGN, das haben wir doch richtig. Also es wäre richtig dabei in der Liste. Aber es war ihm ja noch nicht genug. Schauen wir mal weiter, was vielleicht irgendwo passiert. Das Doofe ist, ich sehe es jetzt nirgendwo im Speicher, was er nochmal mit diesen zwei Sachen macht. Also ich sehe keinen direkten Compare zu unserem Passwort. Oder hat er das in einer Unterding gemacht und ich habe es nicht gesehen? Nee, ich merke gerade nichts. Nee, er pusht es nur direkt. Jetzt fragt er das ab. Ach, da oben, jetzt, JTVGN, das sehe ich jetzt wieder im Speicher. AX, AX9. Oder es sieht gleich, dass es nur 9 Zeichen sind und nicht 10 von meinem Passwort. 10? Ach, da stürzt das schon ab, seht ihr das? Ah, okay, ich glaube, ich habe einen Indiz gefunden. Wie wir hier wahrscheinlich, zack. So. F9. Dann wollen wir das ja auch nicht nochmal komplett durchgehen. Sondern nochmal hier F2, F9. F9. Komm schon. Jetzt. Komperte, ob es 10 Zeichen sind. Ja. Dann ah ja, jetzt. OE, aber das schaut doch aus, wie was wir generiert haben, oder nicht? OELC Dingsbums VGN. OELC DVGN, okay. Ah, schaut mal, wir kommen nochmal zu dem Bereich. Don't give up, ne? Hier. Ganz wichtig. Danach gibt es das Belohnungsbierchen. Ich hoffe, ein paar haben da noch Lust auf ein Bierchen. Ansonsten sitze ich immer ganz allein an der Bar. Also, was macht er? Nochmal ganz in Ruhe. Er addiert irgendwo 5 drauf auf was? Keine Ahnung. C auf DL. XOR schon wieder irgendwas. Ja, Mensch, aber auf was? Ich check's noch nicht. X. Aber es schaut mir jetzt nicht aus wie eine Schleife, wenn ich ehrlich bin, oder? Stimmt, genau. Hier moved er das in dem Speicherbereich. Ah, ja, okay. Dann was passiert? Dann addiert das mit 5. Aha. Der geht 5 Stellen vorwärts. Stimmt. Kommt auch auf das Fehler. Der muss er der Pointer rein. Okay. Aber doch, Moment mal, hier zählt er wieder was hoch. Ink, das wäre ein Indiz für eine Schleife.
Ne, jetzt ist das schon durch. Jetzt hat er schon gesagt, sorry. Irgendwas hat ihm noch nicht gefallen. Moment. Wir kriegen nicht mal ein Don't Give Up. Okay, was sollen wir machen? Hacker hat die 1 mit dem U verglichen. Der in beiden Arrays jeweils einen Satz, so wie es jetzt sein, hat er abgebrochen. Dein Passwort die 1, das generierte das U oder. Es ist kein Buchstabensalat, sagt er, genau, richtig. Guter Punkt. Das heißt, wir brauchen ein. Nochmal, also ich finde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Passt. Das war's, was du gemeint hast, oder? Ist schon recht. Passt schon. Okay, bitte. So. Da waren wir jetzt. So, schauen wir mal. BL mit 0. So, jetzt hat er hier wieder 5 und DL. Aber das wäre ja hier, O wäre ja sogar das erste Zeichen fast, ne? Ich würde sagen, ich vergleiche A mit O. A mit O? Nee, ich sehe kein A. Wo soll denn das A gewesen sein beim Compare? Hier. Nee, das ist aber ein Z dann. Also mein eingegebenes A vergleicht er noch nicht. Also würde ich noch nicht finden. Würde ich auf das O 5 draufziehen? Ja. Ja. Machen wir das doch mal. Also. So, nach einer Stunde kriege ich das hier auch hin. Das ist eigentlich sehr bequem. So. So, jetzt muss ich schon wieder denken. So, Serial, das ist eine Gefahr, sage ich euch gleich. So, ich sag mal, ne? Also erster Index, da will er das, dann müssen wir das wohl wieder zu einem Charcode add 0. Ne, eigentlich weiß ich noch nicht. Ich habe noch nicht gesehen, dass es eine Schleife wäre. Vielleicht ja. Bis jetzt ist ja konstant, nimm das erste. Oh Gott, das schaut aber jetzt dann kriminell aus und ich weiß gar nicht, was er dann damit macht. So, das ist jetzt kein Clean Code, gell? S1 ist S1 plus 5. So habt ihr gesagt, passiert das Ganze, oder? Ja. Gut. Ja, da ist so ein ASCII-Feature, das heißt Auto-Semicolon-Insertion. Das heißt, das würde eigentlich gar nichts ausmachen, aber das war ganz gut. Das heißt echt so. Das ist ASCII-Feature, Auto-Semicolon-Insertion. Oh, ich darf noch nicht. Aber danach. Hier, Energie. Ey, ich schwöre euch, wenn ich jetzt ein Bierchen trinke. Komm, das schaffen wir noch. Also, 5 drauf, auf das erste, dann wird wieder verglichen, ob wir noch irgendwie unter Z sind, vielleicht. Wissen wir noch nicht. T. Moment, das war zu schnell. Also ich brauche ein if, oder? Ein if. Dann kleiner wie? Also 90 war ja z. So, oder? Ich habe kein Wort verstanden. Ah, jetzt brauchen wir wieder. Und zwar, aber dann mit dem Buchstaben geht's weiter.
Das ist gut, deswegen wird es verteilt, damit man sich dann eher traut. Also wie war es dann? Das hier, dann mit Dächle. Quatsch, das war's Kiele. So, Dächle. Oder? Gut. Was passiert dann? Dann wird es nur verglichen. Ach ja, irgendwas mit A, ne? Ist es wirklich nur wenn kleiner? Okay, und dann, wo soll ich welche Überprüfung noch einbauen? Also ein Else rein, oder? Ja, ich bin hier der Depp. Ihr müsst mir da helfen. So, achso, dann zieht er ein D ab. Jetzt, ja, Englisch. So, hast du auch was getrunken? Wolltest du mir da noch was sagen? So, minus ein D hast du gesagt. So, was war D? Wo siehst du ein D? Tatsächlich, da ist echt ein D. So, 68. Was? D, 44, 68. Ihr macht mich fertig. Kommt, wir sind doch schon fast am Schluss. Was soll ich hier reinschreiben? 1-3. So ist gut, Leckerchen, da, feiner Def. Okay, also, dann. Ah, jetzt war es zu schnell. Okay. Also nochmal. So, also, er schnappt sich hier den ersten Buchstaben, addiert jetzt um 5, dann wird irgendwas verglichen, ob es unter Z ist oder nicht. Dann wird hier das XOR ausgeführt, dann wird nochmal ein Vergleich gemacht. Der Vergleich? Nö, der ist noch nicht drin. Mich würde auch überhaupt interessieren, was er dann macht. Jetzt hat er an den ersten Buchstaben was verändert und dann wird es zurückgeschrieben und dann haben wir das richtige Keyword, oder? Weil es ist ja anscheinend keine Schleife, gell? Oder doch? Was ist das hier? Hier haben wir ein Ink. Ink ist eigentlich immer ein Anzeichen für eine Schleife. Aber er geht nicht weiter. Er geht sofort. Okay, und den hat er verglichen, ob es X ist, oder? Nee. Was hätte er denn erwartet? Ach nö, jetzt muss ich schon wieder hier. 11, 9. Also. Dich tun wir mal hier raus. Ich will hier nicht immer stoppen. Dich auch nicht. Da geht's noch. So, ab hier. So, was erwartet er hier? Das ist das Problem. Ink und da kommt der Compare. X und dabei ist es ein A. Und jetzt kennt ihr ja den geilen Trick. Ich gehe mal eins weiter.
So. JNE, wir wollen einfach mal, dass er weitermacht. Also, er geht tatsächlich nochmal über jeden Buchstaben drüber und macht diese ganze Geschichte. Also dann, Schleife. Dann verpacken wir das wieder in eine Schleife. Und zwar... So, dann let... Scha... So, und das ändern wir noch um in Scha. Super, gut. Und dann müsste man es wieder irgendwo reinspeichern eigentlich, oder? Ja, streng genommen fehlen da unten jetzt noch die AZ-Überprüfung. Ja, genau. Ja, wobei, das ist ja hier Z. Ja, danach kommen wir nochmal, aber okay, machen wir gleich, aber wir müssen das ja auch irgendwie wieder speichern. Und zwar... let the real, real, serial key. Jetzt ist er gleich erledigt. Yeah. So läuft's. Ja, Clean Code? Ich halte mich dran. So. Und ich denke mal, am Schluss muss es da rein. Push und dann irgendwie irgendwas. Push. Aha, schon wieder. String from SHA code. So, irgendwie so. Und dann the real code. Yeah. Okay. Aber wir müssen wahrscheinlich hier noch ein paar Dinge berücksichtigen und noch mal was extra machen, oder? Ja. Gut, was muss ich hier machen? Wo soll ich hin? Ihr seid die Chiefs. Okay. Ich kann auch ein bisschen ranzoomen, vielleicht ist das angenehmer. Ist schlimmer? Ja gut, jetzt sieht man es links unten nicht mehr, gell? Okay, wo? Das hier? Den Part? Ja. Okay, und was soll ich machen? Den haben wir schon. Aber das ist genau das Jump-Target in der nächsten Zeile. Wo geht das hin? Das hier? Ja, sorry, ihr navigiert mich, dann kommt auch Schmarrn raus. Also wir können ja schon mal nur gucken, was schon mal zwischenzeitlich eigentlich angezeigt werden würde. Okay, und ich denke mal, das ist das Problem. Seht ihr, sobald irgendwas über Z kommt, ich glaube Sonderzeichen oder so, das darf nicht drin sein, gell? Also ich glaube, das ist, was man noch überprüfen muss.
Nach dem XOR C müssen wir das Verhältnis haben. Compared er das. Das haben wir doch nicht. Diesen hier? Ja. Oder wo ist der? Also da passiert hier dieser XOR-Aufruf. Das ist das Chart. Da. Und dann müsste man nochmal überprüfen. Alle ja? Ja. Oh cool, ja, läuft. So, und zwar. So macht's auch Spaß. So, das nennt man Pair-Programming hier. Alle denken, ich code nur. So, ob. Was? Ich glaube, das ist falsch. Können wir auch über den Lieber reden? Ich hab dich auch lieb. In wo? Aber es ist doch richtig, alles XOR ist gemacht, und dann lachen wir natürlich noch genau. Ab. Ja. Nach dem XOR kommt dann das hin. Ja, Moment, aber wir springen ja vorher, wenn das größer als Z ist, in die 3,41. Und dann ist die Frage, wo springen wir in der 3,44 vielleicht zurück, damit man weiß, ob das in das If oder danach kommt. Ah. Also. Hier und da, hier. Ach, jetzt hat, ja. Das, sorry, das war beim Zugucken vom Bier trinken. Das. Ich habe gesagt, das wird eine Herausforderung. Ich meine, ich habe die Lösung. Wenn ihr euch wünscht, können wir uns die Lösung anschauen. Aber ich denke, ihr seid schon so nahe am Ziel. Genau, da braucht man eine Dual. Ich meine, ich habe das auch ohne Dual geschafft. Jetzt so. Alle auf mich. Niemals. Niemals. Ich liebe Goto. Goto Bar. Ist Fuba, wunderbar. Fuba. Ja, also ich kann auch eine Dual-Schleife reinmachen. Ja, bitte. Wo möchtest du sie haben? Hier? Dann? Das hier. Ja. Gut. Dann. Ja, ich mach, was ihr sagt. Außer Format C. Ihr seid wahnsinnig kreativ, also. Also,
Zack. Zack. Irgendwas mit K. Dann geht es wieder hoch. Also komm, der ist der das jetzt knackt, kriegt von mir dann nochmal ein Bierchen an der Bar. Also komm. Jetzt lasse ich den Veranstalter zahlen. Bist du ready? Also, was soll ich tun? Kleiner gleich Z. So? Da? So? Dann ist der Block aber auch schon zu Ende und das war's, da gibt es kein Geld zu nichts. Nein, kein Geld. Es gibt auch keinen Mut, keinen Weizen. Oh, alles weg. Ja, fein hast du das gemacht, du kleiner Hacker da vorne. So, okay. Ja, Moment, ich kämpfe. Okay, was? Und nun? Else if oder hier ein if? Und zwar 90 war das irgendwas. So, gut. So, wieder rüber. Was? Im ersten Teil ist Char gleich 75 plus 1. Char ist gleich 75 plus 1. So, super. So, dann brauchen wir noch das else if. Minus.
Du meinst Minus nur? Ja. So? Okay. Schauen wir mal nach. Und? Ja, das schaut vernünftig aus, ohne irgendwelche Sonderzeichen. Super! Du kriegst das Bierchen. Versprochen. Wenn du Lust drauf hast, kriegst du das Bierchen. Ey Leute, ich hatte keine Ahnung mehr, weil ich bin so fertig. Ich habe gar nicht mehr mitdenken können. Ich hätte jetzt echt meine fertige Lösung geöffnet. Aber sauber, ihr habt es geschafft. Moment, ha, der Hardcore-Test. So, wen hatten wir jetzt schon? Hier war nämlich der Martin, meine ich, gell? Martin? Ja, ich sehe schon auf den Feedback-Bogen. Wenn du noch einmal meinen Namen reinmachst, ich weiß genau, wo du wohnst. Okay, und zwar nehmen wir jetzt Michael. Sag mal, alles mit M hier vorne? So, Michael. Ich will es kopieren. Jetzt. So. Und die Spannung steigt. Perfekt. Also, sicher geschafft. Leute, brutal. Brutal. Ey. Beim dritten sind alle schon ausgestiegen. Ihr wart knallhart, habt gesagt, wir machen weiter. mir hat es riesen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ihr seid jetzt offiziell zertifizierte Ethical Hacker. Herzlichen Glückwunsch. Ja, los, Stimmung. Ja, ihr könnt jetzt nach Hause gehen. Ihr seid die großen Freaks. Ihr könnt jetzt hier cracken, hacken, kein Problem. Ne? Bis Mami kommt. Also, ich hoffe, euch hat es riesen Spaß gemacht, ihr konntet was mitnehmen, auch wenn es halt echt harter Stoff um die Uhrzeit war, aber ihr seht, das braucht ein bisschen Zeit und das ist halt nur für eine Abendveranstaltung so ideal. Danke, dass ihr dabei wart, vielen, vielen Dank, mir hat es auch einen großen Spaß gemacht mit euch. Wünsche euch noch morgen einen schönen Konferenztag und wie schon gesagt, wir können gerne an der Bar noch ein Bierchen trinken. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart, danke.